Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, ein kleiner Junge lässt seinen Drachen steigen. Er ist stolz darauf, denn schließlich hat er ihn selbst gebaut. Der Drache fliegt höher und höher. Jedes Mal wickelt der Junge ein wenig mehr Schnur ab. Als die Schnur ganz abgewickelt ist, hat der Drache seine endgültige Flughöhe erreicht. Wenn der Drache sprechen könnte, würde er vielleicht sagen: Wozu ich meine Flügel habe, weiß ich, aber wozu die Schnur da ist, kann ich mir nicht erklären. Wenn dieser dumme kleine Junge die Schnur loslassen würde, dann könnte ich vielleicht noch viel, viel höher fliegen. Aber was würde geschehen, wenn der kleine Junge wirklich die Schnur losließe? Der Drache würde zu Boden stürzen, denn durch die Spannung in der Schnur bleibt der Drache oben. Und das, was angeblich seinen Höhenflug behindert, ist gerade das, was ihn oben hält. Wie der Drache von dieser Geschichte bewegen wir uns im Moment auch in windigen, ja eigentlich stürmischen Zeiten. Vieles, was uns Sicherheit gibt, ist plötzlich nicht mehr da. Das Treffen von Freunden, gemeinsames Weggehen, die Großeltern, ja, und schließlich die Schule. Ein Schüler teilte mir letztens mit, dass er es nie gedacht hätte, so etwas zu sagen, aber er vermisse die Schule. Wie geht es dir damit? Politiker rufen uns zurzeit auf, wieder mehr auf unsere Mitmenschen zu achten. Da ist die ältere Nachbarin, die niemanden hat, der für sie einkauft. Das sind die Großeltern, die man jetzt nicht mehr besuchen darf, aber die sich in der Zeit der Isolation und Einsamkeit besonders über einen Anruf freuen würden. Viele gut gemeinte Vorschläge hören wir da. Mich erinnern diese Aufrufe an Jesu Doppelgebot der Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Genau, das ist es doch, was Jesus als das wichtigste Gebot herausstellt, nicht nur in Zeiten von Corona. Nicht nur auf sich selbst schauen, sondern die Not des anderen im Blick haben, ganz praktisch. Aber da ist noch ein zweites, was eigentlich als erstes beim Doppelgebot der Liebe steht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Wie oft jedoch ist diese Aufforderung eigentlich in den Hintergrund getreten? Wie oft haben wir Gott in unserem Leben vergessen oder zur Seite gedrängt? Wie oft haben wir die Verbindung zu ihm abgeschnitten, so wie es der Drache aus der Geschichte vom Anfang gerne gemacht hätte? Da ist jeder Einzelne von uns gemeint, nicht nur die großen Politiker und Wirtschaftsbosse. Vielleicht möchte Gott, dass wir uns wieder neu auf die Verbindung zu ihm, unseren Lebenslenker und Schöpfer, konzentrieren. Er möchte keine Rolle in unserem Leben spielen. Er möchte selbst der Regisseur sein, der unser Leben hält und lenkt. Der einfachste Weg der Verbindung zu ihm ist das Gebet. Dazu möchte ich euch nun einladen, dass ihr mit mir das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen von unserem Namenspatron Pfarrer Dietrich Bonhoeffer mitbetet. Dabei habe ich bewusst die Strophen 2, 5 und 7 ausgewählt. Ihr könnt die einzelnen Strophen leicht im Internet finden. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen.